Hier ist für euch Olaf Schubert. Nightwash. So. Ja, ich möchte meine heutigen Ausführungen also einer speziellen Thematik widmen. Und zwar der Technik. Technik ist ja in unserem modernen Leben zur treibenden Triebkraft geworden. Sie ist ja gar nicht mehr wegzudenken aus dem alltäglichen Leben. Ne? Also Technik ist ja überall etabliert. Technik zu Hause, Technik hier, also auf Arbeit. Leute, die zu Hause arbeiten, trifft es also doppelt. Selbst einfachste Computer sind ja mittlerweile vollgestopft mit Technik. Und auch draußen im Straßenverkehr ist Technik omnipräsent, also durch die modernen Autos. Ne? Der Mensch ist der mobilste Raumteiler auf der Welt. Ne? Der geht ab wie Schmidts Katze, sozusagen. Also der Mensch ist King of the Road. Ne? Noch vor 100 Jahren war es das GNU. Aber wir haben es abgehängt. So. Mit diesen Reisemöglichkeiten geht der Mensch aber leider sehr unbedacht um, denn es kommt vor, dass also an einem Tag jetzt ein Kölner nach Düsseldorf fährt, so. Ich dachte, Freunde besuchen. So, also, nein, es kann auch was an, also er kann auch angenommen, ein Frankfurter fährt nach Wien. So, Würstchen holen. oder es geht auch. Vielen Dank. Also es geht auch was ohne Essen. Sagen wir mal, also ein Kassler fährt nach Tschirgiswald, also mal einer aus Aachen, ein Aachener fährt nach Zwickau. Am gleichen Tag fährt ein Zwickauer nach Aachen. Wenn die sich besser absprechen würden, könnten sie zu Hause bleiben. Ne? So. Natürlich, gelegentlich muss gereist werden, das ist ganz klar. Ich beispielsweise als Showschaffender, wenn ich irgendwo hinfahre, überlege ich natürlich, wie kann ich ökologisch reisen, da ja durch jedweden Transport Umwelt geschächtet wird. Ne? Also Lärmemissionen, Abgasemissionen, Tempoemissionen, Reifenabhub. Also, und deshalb überlege ich natürlich, welches Mobilat benutze ich, um ökologisch zu reisen. Da gibt es verschiedene. Also hier Flugzeug, Auto, Schiff, Pferd, Rhönrad, Schlitten. So. Also davon fallen natürlich einige raus, klarer Fall. Fahrrad geht nicht. Mein Licht ist immer noch kaputt. So. Also Fahrrad fällt aus, Schiff fällt auch meist aus, da ja nicht in jedes Städtchen sich ein Trübsal hin meandert. Ne? Also Zug fällt auch aus. So. Rhönrad und Schlitten, da, also geht theoretisch, aber dazu müssten die Straßen mehr bergab gebaut werden. So. Das unterstütze ich ja sowieso. Also wenn die Straßen nämlich prinzipiell bergab gebaut werden würden, dann könnten ja auch die Autos rollen. Kraftstoffersparnis würde eintreten. Da habe ich schon viele Konzepte geschrieben, eingereicht bei den Verantwortlichen, dass also die Straßen bergab gebaut werden. Aber wird immer behauptet, das wäre unmöglich irgendwie, bla bla bla. Also ich meine, unmöglich. Also bei den Flüssen geht's ja auch. Ne?
verfehlt es am Wollen bei den Verantwortlichen in Berlin lauter Luftpumpen. Ne? Es bedarf ja nur eines Berges und ein Berg ist für die, wenn also ein Pudel hinter das Rathaus kackt. Also, wenn man aber das sozusagen alles rausdefiniert, also rausdekliniert, dann bleiben sozusagen nur zwei Verkehrsmittel übrig, Flugzeug oder Auto. Ökologen behaupten, dass das Auto günstiger wäre, wobei das natürlich sehr stark von der Marke des Autos abhängt. Ich habe mir deshalb extra ein sehr modernes Auto gekauft. Das ist umweltschonend, damit kann ich auch schnell fahren. Und das ist ja auch gut für die Umwelt, denn je schneller ich fahre, desto eher ist ja die Umweltverschmutzung vorbei. Ne? wobei man natürlich nicht zu schnell fahren darf. Dann steigt ja das Unfallrisiko. Meine Freundin, die Carola, ich will es damit nicht angeben. Ist mir so rausgerutscht. Meine Freundin, die Carola, wie gesagt, sie fährt immer sehr rasant. 180, so nach Möglichkeit, währenddessen ich so der gemütliche Fahrer bin, 130, ganz ruhig im ersten, so. Und neulich bin ich da auch wieder so gefahren, 130, als eben plötzlich auf der Autobahn ein Tier die Fahrbahn kreuzte, ein Pudel oder ein anderes frottiertes Reptil, also irgendwie Meisterlampe, irgendwie aber unbeleuchtet, also im hastigen Transit begriffen, querte es die Fahrbahn und ich konnte noch ausweichen. Und da habe ich zu meiner Freundin, zu Carola gesagt hier, siehst du gut, dass wir 130 gefahren sind, ich konnte ausweichen, woraufhin sie sagte, wieso, wenn wir 180 gefahren wären, dann wäre das schon längst weg gewesen. Also, da ist natürlich auch was dran, wenn man schnell genug fährt, kommen die Probleme nicht mehr hinterher. Ne? Also, ab 200 fährt man in eine glückliche Zukunft. Diese Krücke hinkt aber, denn das geht natürlich nur in die eine Richtung mit der glücklichen Zukunft. Wenn man andersrum fährt, kann es passieren, dass man einen Mammut rammt. So, also deshalb, wenn man gerade also in die Vergangenheit fährt, immer Augen auf. Vielen Dank. Olaf Schubert. Wash.